Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Frisch aus dem Podcastofen geholt, gibt es jetzt eine neue Ausgabe des Laffer-Genuss-Podcasts. Johann Laffer ist der Moderator und eigentlich ein Tausendsasser. Er ist Star-Koch-Unternehmer und trifft in diesem Podcast bekannte Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die vor allem alle etwas sehr Besonderes eint: die Liebe zum Genuss. Als kleine Überraschung gibt es übrigens für jeden Gast ein individuell kreiertes Rezept, das Johann extra vorbereitet und serviert. Danke, Sabrina. Und ich verrate jetzt, wer mich heute beehrt. Mein Gast ist heute ein Mann, der so schelmisch grinsen kann wie kaum ein anderer, der mehr Fragen stellt im Leben als die meisten von uns und der von der goldenen Kamera bis zur eigenen Insel in Kanada so einiges sein eigen nennt. Er ist vor allem aber ein Mensch, dem die Zuschauerherzen zufliegen und ein absoluter Publikumsliebling im deutschen TV. Bei mir ist heute zu Gast der Fernsehmoderator Jörg Bilawa. Und von mir gibt es einen kurzen Überblick zu seiner Vita. Jörg Bilawa ist in Hamburg geboren und sicher einer der bekanntesten TV-Moderatoren unserer Zeit. Nach dem Abitur in Hamburg studierte Bilawa 2 Jahre lang Medizin, brach das Studium allerdings ab und ging nach Israel in einen Kibbutz. Danach begann er ein Studium in Geschichte, brach dieses aber erneut ab und war stattdessen schon parallel zur Uni-Welt im Radio und Fernsehen aktiv. 1987 war er bei RSH Radiomoderator und 1994 startete er bei ProSieben mit der Show 2 gegen 2 durch. Dazu kam das Engagement von Sat.1 für das Bundesliga-Magazin RAN, die Talkshow Jörg Bilawa und die Quizshow. Auch für die ARD war er 3 Jahre lang vor der Kamera zu sehen und brachte Menschen bei Herzblatt zusammen. Sportveranstaltungen, Sendungen zum Eurovision Song Contest, die NDR Talkshow oder Frag doch mal die Maus waren weitere Formate und Sendungen, die folgten und ihn bei einem breiten Publikum beliebt und populär machten. Das Quiz mit Jörg Bilawa war bei der ARD 2 Jahre lang seine Bühne und 2010 wechselte er dann zum ZDF. Eine weitere Quizshow war auf dem zweiten deutschen Sender dann sein Debüt, Rette die Million, die auch im Wechsel mit Die Quizshow mit Jörg Bilawa zu sehen war. 2013 wechselte er erneut zur ARD und moderierte auch hier diverse Unterhaltungsformate und Quizsendungen. Seit dem 9. März 2022 ist Jörg Bilawa wieder bei Sat.1 zu sehen mit der Quizsendung Für dich. Als Schauspieler war er unter anderem im Tatort oder Großstadtrevier zu sehen und auch als Autor ist er in den Bücherregalen Deutschlands vertreten mit seinen Wissensbüchern und seinem sehr persönlichen Buch Bin ich eigentlich bekloppt, das mit viel Humor Einblicke in seine Ansichten zu Kindererziehung, Schule, Job und sein Familienleben gibt. Jörg Bilawa wurde mit der Goldenen Kamera, dem Gerd-Blide-Preis und dem Journalistenpreis des deutschen Mittelstands ausgezeichnet. Er produziert mit seiner TV-Produktionsfirma Formate fürs Fernsehen und besitzt seit 2009 die 36.000 Quadratmeter große Hunt Island in Kanada. Er ist Botschafter der Initiative Schau hin, war 2012 und 2013 ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch, ebenso aktiv als Botschafter für World Future Council, die Deutsche Welthungerhilfe, der Deutschen Rheuma-Liga und seit 2019 Botschafter der Tafeln Deutschland. Jörg Bilawa wohnt mit seiner Frau und seinen 4 Kindern in Hamburg und nimmt sich regelmäßig Auszeiten in Kanada. Dieses Lächeln ist gleich die beste Begrüßung, weil ich glaube, jeder freut sich jetzt auf den Podcast mit Jörg Bilawa. Lieber Jörg, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Ja, sehr gerne. Nein, wir haben uns schon so oft gesehen und ich glaube, uns verbinden viele, viele Dinge. Ich habe extra meinen Strahler-Janker heute angezogen. Ich sehe das schon, ja? Ja, super. Hast schon gesehen. Okay. Ja, lieber Jörg, schön, dass wir heute ein bisschen plaudern können, auch über das Thema Genuss. Aber zunächst mal würde ich gerne anfangen. Mhm. Ich habe ja auch in Hamburg gelebt, 1978, allerdings in Eimsbüttel. Und du bist geboren in Poppenbüttel. Was muss ich über Poppenbüttel wissen? Das klingt eigentlich für Menschen, die nicht aus Hamburg kommen, irgendwie fast schon versaut, ne? Poppenbüttel. Ja, das hat damit aber gar nichts zu tun. Poppenbüttel ist tatsächlich so, ja, fast schon Speckgürtel Hamburg im Norden gelegen, sehr, sehr grün, direkt am Alsterlauf gelegen.
Und es lohnt sich allein schon deshalb, weil Poppenbüttel hat etwas, was ganz, ganz wenige Stadtteile überhaupt in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland haben, nämlich ein riesengroßes, sehr, sehr gutes Einkaufszentrum mit einer tollen Mischung. Das ist damals in den 70er Jahren gebaut worden. Können wir darüber reden? Das ist doch Alster-Einkaufszentrum. Das Alstertaler-Einkaufszentrum, ja, genau. Ja, genau. Das ist da direkt, da bin ich quasi am Fuße des AEZs groß geworden. Ja, das okay. Stimmt so. Und das ist bis heute immer noch Anziehungspunkt, auch für mich, wenn ich wirklich mal shoppen will, dann gehe ich ins AEZ, das ist so. Weil die haben alles. Also jetzt, ich wollte nämlich als zweites fragen, was muss ich dort unbedingt wissen oder kennen? Und deswegen, und was ich jedem empfehlen kann, wer nach Poppenbüttel mal wirklich will, man kann da wunderbar Kanu fahren. Das ist also, habe ich als Kind gemacht. Das ist auch zum Thema, wir reden ja auch über Genuss, das genieße ich nach wie vor noch mit so einem Paddelboot über die Alster. Das ist wunderbar. Mhm. Wie stelle ich mir deine Kindheit vor? Du hast eine größere Schwester, glaube ich? Ja, 1 Jahr, 2 Wochen und 2 Tage ist sie älter, Annette. Wir sind sehr, 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 sehr eng, also bis heute. Wir haben gerade mal drüber gesprochen. Wir haben uns leider auch, was völlig langweilig für Außenstehende ist, nie gestritten. Und dadurch, dass wir so eng beieinander waren, sind wir extrem gut befreundet. Und das Interessante ist, sie ist ja auch bei den Medien gelandet. Ehrlich? Sie war auch mal vor der Kamera, ja. Und sie war die erste Fußballchefin bei RAN, bei Sat.1 damals, und hat quasi die Frauenquote mehr als erfüllt. Hat mit Leuten wie Jörg von Torra, Reinhold Beckmann, Kerner zusammengearbeitet und hat damals für die Sendung gebaut. Also, hat sie dich dann dahin gebracht oder umgekehrt? Nee, das ist ganz interessant. Ich bin tatsächlich durch sie eigentlich jetzt in die Medien gekommen, weil meine Schwester damals einen Bekannten hatte, der war beim regionalen Radio Hamburg, Radio Cora hieß das, und die brauchten plötzlich jemanden, der Sportberichterstattung macht. Und ich habe damals schon studiert und die sagte, Mensch, du sabbelst sowieso den ganzen Tag, mach doch das mal. Und so bin ich dann wirklich bei Radio Cora angelaufen und habe dann ein Spiel von Altona 93 und vom HSV dann später mal kommentiert. Und das haben andere gehört, haben gesagt, man, der sappelt ja ohne Punkt und Komma, der ist in den Medien richtig. Deshalb habe ich es ihr eigentlich zu verdanken, dass ich da gelandet bin. Aber noch einen Schritt zurück. Du hast ja erst mal studiert nach der nach der Schulbildung. Mhm. Hast du ja Medizin studiert, weil. Das frage ich mich heute auch. Meine Mutter würde sagen, weil ich gerne einen Halbgott in Weiß in der Familie hätte. Nein, bei mir war das wirklich so, also bei mir hat im Grunde genommen, ich habe eine, weil du mich nach der Kindheit gefragt hast, eine tolle Zeit gehabt bis so meinem 15., 16. Lebensjahr. Das war wirklich eine super, super Kindheit, und dann ist ja mein Vater schwer krank geworden. Leider hat einen Gehirntumor und ist dann auch verstorben, als ich dann knapp 20 war. Und damals haben wir uns sehr, sehr intensiv auch zu Hause um meinen Vater gekümmert und ihn gepflegt. Und das war für mich diese Initialzündung zu sagen, Medizin ist, glaube ich, mein Ding. Und ich habe mich dann beworben und habe auch einen Studienplatz bekommen und habe eigentlich schon nach dem zweiten Semester gemerkt, das ist doch gar nicht so meins. Und ja, habe das dann 6, 7 Semester durchgezogen, aber dann wohlwissend auch heute, glaube ich, zum Glück von allen Patienten abgebrochen. Aber wenn du heute oder wenn in deiner Familie etwas isst, hast du noch ein bisschen was von damals behalten. Also ich sage mal, abgesehen davon, wenn man Husten hat, wahrscheinlich, da kommt jeder klar. Aber gibt es weiterführende Erkenntnisse aus deinem Studium? Also ich bin immer noch wahnsinnig Medizin interessiert und ich finde es auch unglaublich, welche Fortschritte die Medizin gemacht hat. Ich kann aber tatsächlich ganz schlecht Blut sehen. Also gerade auch bei Menschen, die mir sehr nahe sind, sprich meine Kinder oder gute Freunde oder so, wenn da einer blutet, ich bin der Erste, der umkippt. Also ich bin froh, dass ich nicht im OP gelandet bin. Das wäre echt nicht meins. Also Mediziner ohne Blut wahrscheinlich schwer möglich. Schwer möglich. Schwer möglich. Und dann bist du nach Israel in den Kibbutz. Ja, warum hast du die Schnauze voll gehabt hier? Ja, ich habe die Schnauze tatsächlich voll gehabt. Ich war eigentlich in der Trauerphase nach dem Tod meines Vaters. Ich musste einfach mal raus und das war so 1,5, 2 Jahre nach dem Tod meines Vaters, dass ich mal was anderes wollte. Und was konnte man damals machen? Ja, ich habe mich immer für die israelische Geschichte interessiert und dann bot sich ein Kibbutz an. Und das war auch im Nachhinein eine ganz, ganz tolle, prägende Zeit, weil ich ja zum ersten Mal als Städter in einen landwirtschaftlichen Betrieb kam, wo ich auch mit Volontären aus der ganzen Welt zusammen war. Da waren viele Südafrikaner dabei, viele Menschen aus Südamerika auch dabei, Australier dabei. Und wir lebten auf engstem Raum zusammen und arbeiteten in der Landwirtschaft. Das war für mich zum ersten Mal, dass ich wirklich auch so körperlich gearbeitet habe. Und ich habe mich wirklich auch in das Land Israel ein bisschen verliebt.
Man darf auch nicht vergessen, das war jetzt damals, ja nun Ende der 80er, Anfang der 90er, da waren wir ja eigentlich einem möglichen Frieden im Nahen Osten näher als heute. Und wir waren auch beseelt und besoffen fast von der Idee, es wird Frieden geben im Nahen Osten. Und das war die Stimmung damals. Die habe ich wirklich aufgesogen und bis heute bin ich dem Land und der Region sehr verbunden. Das Land ist ja besonders erfolgreich. Also wenn ich jetzt mal den Ernährungsbereich nehme, kommen ja ganz, ganz viele Entwicklungen und auch Innovationen aus diesem Land. Was ist das so besonders? Sind die so intelligent oder sind die so wissbegierig oder sind die so auf neue Dinge aus? Das fasziniert mich einfach. Naja, das ist eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Wir sehen das ja auch in der Fernsehbranche. Also ganz, ganz viele technische Errungenschaften. Das ging damals mit Blue Box und ähnlichem los. Das kam ja auch alles aus Israel. Das hat natürlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das Land um sich herum ja nur Länder hatte, die immer gesagt haben, wir wollen Israel nicht, wir wollen eigentlich das Land vernichten. Deshalb war man sehr stark auf sich konzentriert und musste aus sich heraus wachsen und gedeihen. Das setzt ja viele Kräfte frei. Naja, und da muss man natürlich sagen, dass auch der Geheimdienst mit Schuld ist, weil viele technische Errungenschaften von denen halt kommen. So, und die werden dann aber eben auch weitergegeben in die Zivilgesellschaft. Und deshalb sind die technisch einfach so wahnsinnig weit und prägend in allen Bereichen. Zurück zu Deutschland. Du bist dann wieder zurück und dann hast du beim Radiosender angefangen, wie Gottschalk und viele mehr. Ich glaube, Günther Jauch auch, oder? Alle, ja. Sag mal, ist es der? Ich war ja auch, ich meine, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht mich mit euch vergleichen, aber ich will nur sagen, ich habe auch beim Radio angefangen. Ist das, glaubst du, die richtige Voraussetzung, um ein besonderer Fernsehmoderator zu werden? Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Schule. Also auch, ich werde oft von jungen Leuten gefragt, was kann ich denn machen? Ich möchte auch so gerne ins Fernsehen oder in die Medien. Ich sage immer, fangt beim Radio an. Warum? Radio ist sehr preiswert zu machen. Und du musst beim Radio eben mit der Stimme arbeiten. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass du dann noch vielleicht gut aussiehst oder gut riechst oder sowas, sondern du kannst nur mit der Stimme arbeiten. Und das schult natürlich wahnsinnig. Und Radio ist unglaublich schnell. Also wenn jetzt wir sitzen hier in einem netten Studio und wenn da draußen jetzt ein Unfall passiert oder etwas, Radio kann sofort live sein. Fernsehen ist viel aufwendiger. Und deshalb ist, glaube ich, Radio die beste Schule fürs Fernsehen. Wir sitzen jetzt hier im Dordue-Hotel hier in Hamburg. Draußen ist massiver Verkehr. Ich sehe auch hier Bauarbeiter. Hamburg ist ja eine wahnsinns, sagen wir mal, populäre Stadt. Und glaubst auch, dass dir damals diese Stadt aufgrund der Möglichkeiten auch den Weg geebnet hat für deine Karriere? Ich glaube schon. Also Franz Beckenbauer hat es mal gesagt, als ja nun Ur-Münchner, der dann ja zum Ende seiner Fußballkarriere nochmal in Hamburg gespielt hat. Er hat damals diesen schönen Satz gesagt, Hamburg ist eigentlich die einzige Weltstadt, die wir in Deutschland haben. Und das liegt, sagt er, an dem Hafen. Wir sind ja sehr, sehr weltoffen. Und wenn du durch den Hafen gehst und die Containerschiffe aus der ganzen Welt reinkommen siehst, wenn du dann abends mal über die Reeperbahn gehst, wir sind sehr, sehr international. Und ich glaube, dass das für so einen Medienmachenden, denn ich weiß, meine ersten Einsätze als Radiomoderator waren auf der Reeperbahn. Oh. So, das kommt das die Becken zusammen. Ich kann ja sagen, ich bin hier morgens ins Studio gekommen bei Radio Schleswig-Holstein und meine Studioleiterin sagte, da pass mal auf, ich habe heute Morgen gelesen, Agentur, die Piepshows in Hamburg müssen dicht machen. Ich brauche sofort O-Töne aus der Piepshow. Und ich war damals, ja mit Anfang 20, der Gedanke, in eine Piepshow jetzt zu gehen, morgens um 9, um O-Töne einzusammeln, machte mir schon rote Ohren. Ich bin auf die Reeperbahn gegangen und bin in so eine Piepshow reingegangen und da war gerade eine Putzfrau und ich sagte, ich brauche hier ein paar O-Töne. Dann sagte sie, ist ganz gut, da hinten sind noch ein paar Mädchen von der Nachtschicht, da geh doch mal rein. Und dann bin ich da rein und die hatten alle nichts an oder nur sehr wenig an und ich hatte mein Mikro in der Hand und die haben sofort losgelegt und haben mir O-Töne gegeben. Und das wäre natürlich in jeder anderen Stadt nicht möglich. Also in Hamburg ist das ganz normal. Das ist so ähnlich. Ich musste mal mit Kim Fischer im Harz Leute interviewen auf dem Nacktwanderweg. Kannst du mal vorstellen? Wo guckt man da eigentlich hin, wenn man mit jemandem spricht? In die Augen? Wollte ich gerade sagen, es ist brutal. Also ich muss ja sagen, so verlegen und so verunsichert war ich noch nie in meinem Leben. Also ist ein ähnlicher Weg. Aber heute bist du einer der wirklich bekanntesten, populärsten Moderatoren, die man im deutschsprachigen Fernsehen hat. Was war eigentlich die Initialzündung damals? Du warst ja dann nach dem Radio bei RAN, haben wir ja vorhin gehört. Ja. Was war eigentlich dann so dieser Knackpunkt zu sagen,
ich möchte einmal so 20.15 Uhr Samstagabend so oder was auch immer, möchte ich da im Fernsehen sein. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so, ich hatte nie den Wunsch, Samstagabend 20.15 Uhr. Ich habe auch nie den Wunsch gehabt, Unterhaltung zu machen, sondern ich habe das große Glück gehabt, zu einer Zeit beim Fernsehen anzufangen, wo wir alles ausprobiert haben. Und ich hatte dann das nächste riesengroße Glück, dass ich ganz oft zur rechten Zeit am rechten Ort war. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als ich bei Sat.1 war, damals machte ja Johannes B. Kerner die vormittägliche Talkshow und er ist dann ja gewechselt und da brauchten sie einen neuen Moderator. Und sie hatten schon einen Moderator, der es machen sollte und noch einen zweiten, der auch ein Casting gemacht hatte und der damalige Chef von Sat.1 sagte, ich brauche aber noch ein drittes Casting und nur weil ich in dem Haus bei einer anderen Produktion war, wurde ich gefragt, hättest du Lust auch noch schnell ein Casting zu machen, weil wir brauchen einfach einen dritten. Dann habe ich das gemacht. Und ich habe das große, große Glück gehabt, dass man sich dann für mich entschieden hat. Aber es war überhaupt nicht mein Ziel, diese Talkshow zu machen. Und so ging es echt weiter. Nicht, dass ich nicht Ziele im Leben habe. Ich möchte, wenn ich was mache, das schon vernünftig tun. Aber es war nie so dieser Ehrgeiz und dieser Wille, ich muss jetzt Samstagabend 20.15 Uhr. Und vielleicht ist das ein Teil auch des Erfolges, der sich eingestellt hat, weil ich unglaublich viel Glück hatte und deshalb auch vielleicht ziemlich entspannt war bei dem, was ich gemacht habe. Also wir könnten jetzt natürlich ganz viele Sendungen aufzählen in dem Bereich, aber wir wollen ja uns heute ein bisschen über die Quiz-Sendung unterhalten. Deswegen würde ich zu diesem Thema gerne dir eine Frage stellen, die ich überlegt habe. Ja. Weißt du eigentlich, woher der Ausdruck Reeperbahn kommt? Nee, das ist eine schöne Frage. Ja, weil du gerade von der Reeperbahn gesprochen hast. Schön, dass ich dich was fragen kann. Pass auf, ist interessant, ist wirklich interessant. Ich habe also auch vor kurzem erst mitbekommen, die Reeper, das waren früher die Seile geflochten haben. Ja. Und das war ja früher alles Sand oder Weg und die haben auf diesem Weg, haben die diese Seile für die Schiffe geflochten. Ach, Quatsch. Diese Ankerseile und deswegen heißt das Reeperbahn. Das ist super. Verstehst du? Guck mal, ich habe was gelernt. Weißt du? Ja, wirklich. Ich hoffe, dass alle jetzt gut aufgepasst haben, weil das wird demnächst mal eine Quizfrage werden. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Woher kommt der Reeperbahn? Ja, bleiben wir jetzt bei den Quizsendungen. Ja. Vielleicht noch eine Sache vorher, bevor wir zu Quizsendungen kommen, ist nämlich das Thema Unterhaltung. Du hast gesagt, Unterhaltung, das ist auch etwas, was für dich auch damals neu war. Ich kann dir nur sagen, ich habe eines meiner größten Erlebnisse gehabt mit dir zusammen in meiner Heimat Steiermark in Graz. Die große Silvestershow in der ARD. Ja. Und irgendjemand so ein beklopft im Hintergrund kam auf die Idee, dass wir beide zusammen singen. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich sowas von gut. Und ich kann überhaupt nicht singen und ich habe mich sehr gefreut, einen Partner zu haben, der es auch nicht kann. Also, ich meine, ich habe ja sehr oft wenig Resonanz auf eine Fernsehsendung, aber da muss ich sagen, das war von Peinlichkeit zumindest, was meine Person betrifft, nicht zu überbieten. Nein, ich finde, das ist ja das Schöne. Ich glaube auch, die Reaktion, die wir heute bekommen über die sozialen Medien, sind natürlich immer auf die 12. Das ist ja klar, weil da sitzen Menschen, die wollen sich Luft machen. Ich glaube, wir machen aber immer noch Programm für eine schweigende Mehrheit. Und viele, die dich sehen in so einer Rolle, du bist ja auch als Ritter aufgetreten, als Ritter Rost, sage ich immer so ein bisschen, finden das unterhaltsam, aber schreiben es nicht. Sondern es schreiben natürlich die, die es blöd finden. Ja, klar. Und deshalb sage ich, man darf zu viel auf diesen sogenannten norddeutschen Shitstorm nichts geben. Es ist immer noch eine breite, schweigende Masse, für die wir Programm machen. Ja, und ich glaube auch, ich sage mal, das Leben ist ja, wie man jetzt gerade aktuell sieht, ja nicht immer nur positiv und deswegen sind ja solche Momente, wo man sich mal gehen lassen kann und auch mal fünf gerade sein lassen kann, finde ich, sind heute umso wichtiger. Absolut. Einfach mal entspannen und mal nicht immer das Gefühl haben, es muss alles so perfekt sein, ganz im Gegenteil, einfach leben und leben lassen. Ja. Ja, jetzt zum Thema Quiz, das ist ja so ein Markenzeichen, dass dich als Person in der Öffentlichkeit immer mit dem Thema verbindet, wie kam es eigentlich zu Quizshows oder überhaupt zu Quizsendungen? Du hast ja da, glaube ich, eine, die hat die Quiz mit Jörg Belaber 1700 Sendungen gemacht. Ja. Ich habe alles in allem über 3000 Quizsendungen gemacht. Da, auch das, was ich vorhin schon sagte, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt, aber das ist tatsächlich so gewesen. Als damals der Wer wird Millionär, die von Günther Jauch seit Jahrzehnten ja brillant moderierte Sendung, nach Deutschland kam, lag diese Sendung bei diversen Sendern auf dem Tisch.
Unter anderem auch bei Sat.1, wo ich damals war. Und ich habe das gesehen, als es dort auf dem Tisch lag, und habe gesagt, ey, guckt euch dieses Format an. Das ist so einfach. Das ist so klar strukturiert. Das ist so spannend. Mit 1 Million. Das ist doch ein super Format. Müssen wir machen. Und dann sagte damals der Chef von Sat.1, ach, weißt du, Quiz, das will doch kein Mensch sehen. Und dann kam 3 Wochen später die Meldung, dass RTL es macht. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich gesagt habe, das ist so eine tolle Sendung. Und habe mich sofort hingestellt und habe dann angefangen, selber auch ein paar Formate zu schreiben und mir international andere Formate anzugucken. Und das hat dann plötzlich, als der Erfolg bei RTL so groß war, Sat.1 gesagt, wir brauchen auch sofort Quiz. Also die, die noch vor ein paar Wochen diese Sendung hätten haben können, die jetzt Günther ja auch immer noch macht, waren dann plötzlich davon überzeugt, weil es da eben erfolgreich war. Und so kam es, weil ich dann selber mich eingebracht hatte, dass man mich fragte, ob ich eine tägliche Live-Quiz-Sendung am Vorabend machen wollte. Also das war schon da Eigeninitiative von mir, weil ich an dieses Format Quiz bis heute glaube. Weil das ist ja das eigentlich einzige Unterhaltungsformat, was es gibt, was interaktiv ist. Weil du zu Hause auf dem Sofa immer mitmachst. Du sitzt klar, ja nicht davor. Automatisch. Nee, automatisch. Nee, es ist interaktiv. Es ist einfach so, ja. Ich meine, glaubst du, dass durch diese vielen Quiz-Sendungen dass das Allgemeinwissen der Deutschen besser geworden ist? Ich glaube nicht. Was ich aber glaube ist, und das, ich habe mal mit einem Neurologen, mit einem Hirnforscher drüber gesprochen, der hat gesagt, das ist ja wahnsinnig, du merkst dir prinzipiell nur Dinge, die dich interessieren. Entweder was ganz Skurriles, was ganz Witziges oder was aus deinem Fach ist. Also wenn ich dir eine Kochfrage stelle, die du vielleicht mal nicht weißt, wirst du sie nie wieder vergessen. Klar. So. Ich habe so eine Frage jetzt gehabt vor kurzem, bei Wer weiß denn sowas? Da ging es darum, die Maischole. Ja. Also A, man soll sie nicht bei Lachs lagern. Ja. B, man soll sie kaufen, wenn die Kiemen leicht weiß-grau sind. Oder man soll C, sie im Juni kaufen, also Maischolle. Ja, also ich bin Koch. Also Maischolle heißt für mich Mai. Ja, und die Antwort war im Juni, weil sie nämlich im April und Mai zum Laichen geht und erst dann wieder zunimmt. Also am besten kaufen wir sie im Juni. Und daran siehst du, das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ja, klar. Du kannst sogar noch die anderen Alternativen aufzählen. Das ist das Tolle. Deshalb glaube ich, man wird durch Quiz nicht per se schlauer, aber Dinge, die einen sowieso schon interessiert haben oder für die man ja Interesse hat, die wird man sich auf jeden Fall merken. Und was ich spüre, auch bei Jüngeren, die, wenn ich mal so Reaktionen bekomme, wenn es eine spannende Frage war zu einem spannenden Thema, dass die hinterher dann bei Google oder sonst wo sich weiter darüber informieren. Also wir leiten quasi dazu an, sich mit einem Thema, was vielleicht spannend war, dann darüber hinaus über die Quizshow zu beschäftigen. Aber du müsstest doch eigentlich mit diesem Wissen, das in den letzten fast Jahrzehnten du dir angeeignet hast, der prädestinierte Kandidat für Wer wird Millionär sein, oder? Ja, ich reg mich ja immer drüber auf, dass ich noch nie angefragt wurde fürs Prominenten-Special einerseits, aber andererseits bin ich so froh, dass sie noch nie angefragt haben, weil ich habe ja nur was zu verlieren. Also ich schätze erstmal Günther ja auch wahnsinnig, wenn der mir gegenüber sitzt. Ich wäre genauso wie jeder andere, dass ich mich verunsichern lassen würde. Und eben zum Beispiel, als du das mit der Maischolle gefragt hast, ne, habe ich sofort gesagt, Antwort C ist richtig. Warum habe ich es gesagt? Weil es ist immer C die längste Antwort oder die skurrilste Antwort. So, deshalb war für mich klar, dass es C ist. Aber wenn ich bei Jauch sitzen würde, dann würde ich plötzlich wahrscheinlich unter den Achseln einen Vollmond haben, weil ich so aufgeregt bin. Und ich könnte das gar nicht. Also ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Gast. Und weil ich mir auch, wie gesagt, nur Dinge merken kann, die sich mich sowieso interessieren. Zum Beispiel, da haben im Grunde Günter Jauch und ich eine Ähnlichkeit, wie wir mal festgestellt haben. Ich interessiere mich null für Kino. Also irgendeine Kinofrage. Ja, da musst du schon richtig auch viel, da musst du nur Filme schauen. Also, ja, und ich tue das gar nicht. Allgemeinwissen reicht da nicht, verstehst du? Also ich, und da hilft bei mir gar nicht. Jede Kinofrage würde ich sofort anfangen zu tippen, keine Ahnung. Ich kann die Geschichte mal erzählen, dass ich beim Radio war, hier damals in Hamburg, da war Robert Redford in Hamburg und ich durfte ihn interviewen. Und ich habe es wirklich fertiggebracht, eine Dreiviertelstunde lang mit Robert Redford zu sprechen und ihn die ganze Zeit als Paul Newman anzusprechen. Weil ich so wenig Ahnung hatte. Und die in meinem Sender haben alle sich halb tot gelacht. Und ich sage, das kann ich angesehen. Jeder würde doch mit Kusshahn Robert Redford. Und ich durfte und rede ihn als Paul Newman an. Also so wenig Ahnung habe ich wirklich von Kino. Und da werde ich mir auch nie was merken. Deshalb, wenn das in der Quizshow kommt, wäre ich sofort raus.
Aber es gibt schon Leute, ha, wenn ich so sehe, hier bei Gefragt, Gejagt oder so, diese ja, Experten. Wahnsinn. Ich meine, wie kann man sich so ein Allgemeinwissen aneignen? Das ist doch faszinierend. Ja, ich finde das auch. Ich finde gerade, also ob das die Jäger sind oder ob das jetzt auch beim Quiz der Olymp oben der Thorsten oder der Professor Freise oder das denke ich unglaublich, was die sich raufschaufeln und das auch wirklich behalten. Aber das ist für die wirklich Sport. Also die sehen das nicht so wie wir mal ein bisschen Quiz gucken, sondern die lernen richtig und die wiederholen und das ist ein richtiger Gedächtnissport. Darum gibt es auch Meisterschaften, es gibt eine Bundesliga im Quizzen und da sitzen wirklich, ich sage das immer ganz positiv, richtige Nerds, aber und tolle Nerds. Ihr habt ja auch damals dieses Quiz erfunden, ich glaube du sogar als Produzent, wo man ja mitmachen kann, genau. Also wo Deutschland mitmachen kann. Genau, das war das Quiz-Duell durch die App, wo die ganz Deutschland mitspielen konnte und wo wir ja die ersten 14 Tage nur technische Probleme hatten, wo nichts klappte und nichts lief, das werde ich nie vergessen. Aber das war das erste wirklich interaktive Quiz, wo jeder zu Hause mitspielen konnte. Das war super. Also, dass man sowas machen konnte, auch über so eine lange Zeit, das ist schon toll. Ja. Insgesamt muss man sagen, bist du in dem Geschäft ja total erfolgreich. Du bist ja nicht nur Moderator, sondern du hast relativ schon sehr früh angefangen, auch selbst solche Dinge zu produzieren. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt? A, wolltest du komplett vollumfänglich die Verantwortung übernehmen oder war es auch zum Teil, waren es wirtschaftliche Aussichten? Ja, also ich glaube, jeder arbeitet auch, weil er natürlich wirtschaftliche Interessen, das ist ja ganz klar, sonst würdest du nicht arbeiten. Ich wollte ja nicht dazu buttern. Aber hier ging es wirklich damals darum, dass ich festgestellt habe, wenn ich als Moderator in eine fremde Produktion komme mit neuen Redakteuren, mit neuen Producern, mit neuen Ideen, Soundpaketen und so etwas, brauchst du immer eine gewisse Zeit, um sich zurechtzuruckeln, damit es rund läuft, ein Team zu bilden. Mhm. Das ist wirklich. Und ich hatte dann durch diese tägliche Quizshow bei Sat.1 wirklich tolle Leute um mich herum. Und irgendwann habe ich gesagt, warum machen wir denn nicht eigentlich in diesem Verbund andere Sendungen? Und so kam die Idee. Und interessant, meine Mitgesellschafterin und Geschäftsführerin hier in Hamburg bei meiner Produktionsfirma, die Frau Nerge, die kenne ich noch aus der Sat.1-Zeit. Mit der arbeite ich jetzt seit 25, fast 30 Jahren zusammen. Und viele in dem Team, mit denen bin ich seit 15, 20 Jahren zusammen. Und das ist eben diese Verlässlichkeit, die ich auch als Moderator brauche, dass ich, wenn ich ins Studio komme, weiß, ich muss mich nicht darum kümmern, ob das Soundpaket stimmt, ob die Grafik stimmt, sondern wir sind so ein eingespieltes Team, da weiß ich, kann ich mich drauf verlassen. Das ist wie in der Küche, gell? Absolut, in der Küche genau. Auch, wenn man sich nicht verlassen kann auf dem, der die Beilagen macht, die meistens auf dem Teller den größeren Anteil haben als das Hauptgericht, das Fleisch zum Beispiel, dann funktioniert das ganze System nicht. Das siehst du ja selber, als wenn ich in einem Restaurant bin und mir wird ein Teller gereicht, wo du spürst, es haben da zwei Menschen mitgewirkt, die nicht zusammen harmonieren. Das ist eine Katastrophe. Merkst du das? Das merkt man, ja. Merkt man das, gell? Also wenn das so gefühllos irgendwie da so die Beilage ist und dann ein bisschen mit Abstand dazwischen, dass der Hauptgang daneben, das merkt man schon. Das muss schon eine Harmonie sein, absolut. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich meine, wir machen einen Genuss-Podcast. Ja. Deswegen ist das Thema natürlich auch ein wichtiges Thema, auch für unsere Hörer. Wie schaut es aus mit deiner kulinarischen Fähigkeit am Herd? Ich stelle fest. Also auch deine Frau hört zu, ja? Ja, ja, sehr schön. Ich stelle fest, dass es tatsächlich, je älter ich werde, umso spannender und schöner wird. Warum? Weil ich mir für alles im Alter mehr Zeit nehme, auch fürs Kochen. Ja, wirklich. So, ja. Es ist tatsächlich so, dass ich gerne koche, dass wir viel kochen, dass wir viel frisch kochen. Ich sage jetzt bewusst wir, weil mir war es auch wichtig, dass auch die Kinder lernen zu kochen, weil ich habe festgestellt, auch in der Schule teilweise, was Kinder, wenn sie überhaupt was mitbekommen, als Schulspeise, Katastrophe ist. Irgendwelche Fertigriegel eingepackt. Absolutes leidiges Thema. Furchtbar. Und ich habe ja schon vor Jahren mal mich für stark gemacht, eigentlich müsste Kochen auch ein Schulfach werden. Ich finde, das ist sowas von wichtig. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil ich meine, zu Hause bekommen die Kinder sehr oft nichts mehr mit. Ja. Werden irgendwie mit irgendwelchen Fertigdingen abgefertigt oder abgespeist und das wiederum führt dazu, dass keine Bildung entsteht, kein Richtig. Wissen entsteht und das finde ich auch für mich als Koch so schade, dass diese Bemühungen auch in der Öffentlichkeit mehr Wissen über das, was man tut, was man genießt, dass das sich nicht in der Gesellschaft etabliert. Das finde ich eigentlich manchmal
katastrophal. Finde ich auch. Das ist eine Kulturtechnik, die auch verloren geht. Denn es ist ja auch wirklich von einem Produkt, das ich auf dem Markt oder im Supermarkt oder irgendwo gekauft habe, dann ein paar Stunden später auf dem Teller servieren kann. Das ist ja ein Prozess. Ich esse dann ja auch ganz anders. Ich meine, dass wir heute mit einem Auto um ein Haus rumfahren, uns irgendwelche Burger kaufen, die wir dann nicht mal mehr auf den Stand schreiben, sondern beim Fahren essen, da geht eine Kulturtechnik verloren, ganz einfach. Ja, ich finde auch, weißt du, im Restaurant oft reklamiert man, dass es so teuer ist und genau die gleichen Leute essen dann auf dem Kanaldeckel irgendeinen Burger. Ja. Da muss man sich ja manchmal wundern, wo ist unsere wirkliche Wertschätzung für das Essen geblieben, ja. Aber du bist meiner Frage ausgewichen. Ich habe gesagt, gut, wie ich bin. Gut, Hallo. Also ich habe früher, sagen wir es früher, was heißt früher? So vor 10 Jahren, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, meine Kinder sagen, ich mache die weltbeste Bolognese, das hätten sie wahrscheinlich immer gesagt. Heute würden sie sagen, oh, der Papa versucht sich auch an ganz vielen anderen. Also ich habe mich der Weihnachtsgans der letzten Jahre immer angenommen. Das ist aber auch etwas, was ich wiederum von meiner Mutter übernommen habe. Das ist interessant. Je älter man wird, umso mehr guckt man ja auf das, was man als Kind so hatte. Und die Weihnachtsgans war bei uns gesetzt. So, ja, und aber es ist ja schön im Mai über Weihnachten. Ja. So, ansonsten, um das auch von meiner Mutter zu sagen. Moment. Ja. Ich möchte wissen, ich bin immer neugierig. Ja. Wenn einer so klein als Ganze weiß, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, ist das eines der Gerichte, womit man jeden Blumentopf gewinnen kann. Wenn man den Leuten verrät, wie man eine total perfekte Gans macht, dann sind die happy. Auch im Sommer spielt keine Rolle. Ja. Sag mal, was ist dein Geheimnis bei der Weihnachtsgans? Erst einmal übernehme ich einen Satz meiner Mutter, die sagt, man steckt in der Gans ja nie drin, sagt sie jedes Jahr. Also ich weiß nicht, das Produkt muss schon mal gut sein. Es muss also wirklich von einem Hof sein, wo ich ihn kenne, wo es eine Freilandgans ist, eben nichts irgendwie tiefgefrorenes aus sonst woher, sondern das muss ein gutes Produkt sein. So geht es ja schon mal los. Und dann ist eine Grundregel von meiner Mutter gewesen, das mache ich auch, lass dir Zeit. Also die Gans braucht ihre Zeit im Ofen. Das geht nicht ebenso in 2 Stunden, sondern die geht über Stunden. Und dann erst nach der Hälfte der Zeit wird sie dann immer zwischendurch einmal abgegossen und eingepinselt, aber gib ihr die Zeit. Mhm. So, und denn eigentlich ist Gans machen ja nicht schwer. Wenn sie erstmal im Ofen ist, ist sie im Ofen. Ja, und dann brauchst du viel Zeit. Ich glaube, wir müssen nochmal einen extra Podcast zu Weihnachten machen. Jörg Pilawas Tipps zur perfekten Weihnachtsgans. Ich habe mir auch Zeit genommen. Ja. Bei uns gibt es ja immer für die Gäste eine kleine Überraschung. Ich habe diesmal keine Gans. Ich muss das schon mal vorweg schicken, sondern was anderes. Jetzt entspann mal ganz kurz und dann bringe ich dir was zum Genießen. Super, danke, freue ich mich. Lieber Jörg. Ja. Es steht vor dir jetzt etwas, das kannst du wahrscheinlich sofort erkennen. Beschreib es mal, was du vor dir hast. Also erst einmal, wenn es das ist, von dem ich hoffe, dass es das ist, es ist mein absoluter Lieblingsnachtisch, ohne dass du es wissen konntest. Wenn es ein Creme Brûlée ist, dann ist es Wahnsinn. Ja, Creme Brûlée. Ja, ich liebe Creme Brûlée. Warum? Ich glaube, die Konsistenz ist für mich so entscheidend. Dass obendrauf dieses karamellisierte, und dann darunter dieses, das erinnert mich an meine Kindheit. Das ist ja dieses Gefühl von Creme, von Pudding. Und diese Mischung aus beiden ist es, glaube ich. Aha, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich bin jetzt gespannt. Ja. Oh. Was ist denn das Geheimnis für eine richtig gute Creme Brûlée? Wie kriegt man sie denn so gut? Ja, zunächst mal muss man sagen, ist natürlich, dass die Masse selber aus sehr viel also Vanille gemacht wird mit Zucker, mit Eigelben, mit Sahne, mit Milch. Und dann am Ende entscheidend ist, natürlich, wenn man sie aus dem Ofen holt, ist die Konsistenz, die darf nicht zu fest sein. Ja. Und natürlich dieser Crunch, diese Kruste, die entsteht ja heute mit einem Bunsenbrenner. Mhm. Da wird ja dünn Zucker drüber gestreut, und mit Bunsenbrenner wird das Ganze abgebrannt. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und da gibt es ja so viele Creme Brûlées überall. Aber es gibt aus meiner Sicht wenig gute. Ja, stimmt. Das geht mir genauso. Hier zum Beispiel muss ich mal sagen, dieser Vanillegeschmack, der ist super durchschmeckbar, aber er ist nicht penetrant. Genau. Und du siehst auch hier diese schwarzen Pünktchen in der Creme Brûlée, die sind gleichmäßig verteilt. Ja. Es ist oft so, und das weiß man ja auch über Panna Cotta, dann setzt sich das Vanillemark immer unten am Boden ab. Dann hat man das Gefühl, irgendwie schmeckt nur nach Milch oder nach Sahne. Mhm. Und das ist bei der Creme Brûlée natürlich schön gleichmäßig verteilt. Super. Oh. So, mein Lieber, würden das deine Kinder auch essen? Sofort. Ja? Mhm. Sofort. Ich muss auch sagen, es gibt ja immer wieder Eltern, die sagen, also mein Kind isst das nicht oder das nicht oder das nicht. Woran liegt es denn? Ich sage, mein Kind muss nicht alles essen, aber es muss alles probiert haben. Genau, das ist korrekt. Und ich finde auch, das ist manchmal eines der absurdesten Dinge ist, wenn jemand ins Restaurant kommt und die erste Frage ist,
nicht einmal guten Tag, sondern kann ich bitte die Kinderkarte haben? Genau. Das ist doch eigentlich schlimm, denn die Kinder sollten doch an dem, was die Eltern heute machen, auch Anteil nehmen oder zumindest mal die Chance bekommen, das zu probieren, um das auch mitzuerleben, was die Eltern eigentlich essen. Ja. Sonst sind die Kinder immer nur, da sitzen die da mit ihrem Pommes und mit ihrem Würstchen und mit ihrem Schnitzel. Ja. Und die Eltern essen da und dann die Kinder denken immer, naja, das Leben besteht nur aus diesen Gerichten. Das ist eben schade. Deshalb fand ich früher, ja, das gibt es heute auch kaum mehr, diesen sogenannten Räuberteller immer ganz spannend, wenn du so einfach einen leeren Teller bekamst als Kind und dann immer von deinen Eltern was abbekommen hast. Dadurch habe ich ganz viele Sachen probiert. Ich weiß nur eins, und das ist eben auch das, was viele Eltern teilweise falsch machen. Ich sage ja immer, wie gesagt, sie müssen es alles probieren. Wenn sie es dann nicht mögen, dann müssen sie es auch in Zukunft nicht essen. Meine Mutter hat mich einmal als Kind genötigt, so ein Frischkäse aufzuessen. So ein körniger Frischkäse. Ah, Hüttenkäse. Hüttenkäse, sowas. So, und noch heute, du siehst es an meinem Gesicht, noch heute ekle ich mich vor Hüttenkäse, weil ich es damals aufessen musste, obwohl ich es nicht mochte. Das ist das Problem. Du kannst Kinder da nicht zwingen. Ja, bei uns zu Hause war es immer so, wir hatten immer diese Literflasche Maggi auf dem Tisch stehen. Mhm. Und ich hatte ja damals überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Ja? Mhm. Aber ich habe immer nur gesehen, es war für mich so ein Ritual. Wir saßen uns an den Tisch und mein Vater und auch zum Teil die Mutter. Ja. Als erstes zack, zack, zack. Das war so standardmäßig wie, ich weiß nicht, wie ich heute das koche, vielleicht versuche am Ende noch eine Prise Salz drüber zu streuen. Ja. Es war so die Gewohnheit, sodass ich dachte, Essen ohne dem kann es nicht gehen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich total nervt und auch wirklich wütend macht, wenn ich was gekocht habe und wir sitzen am Tisch und das Erste, was meine Kinder machen, ist einen Salzstreuer zu nehmen, bevor sie probiert haben. Wieso das? Ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so ritualisiert. Okay, es macht nur eine Sohn. Aber da sage ich, probier doch erst mal, bevor du, ja, ich mag Salz so gerne. Ich sage, du, das ist aber kein Grundnahrungsmittel. Sondern das nee, kann man nicht unbedingt sagen. Ja, das ist so schön, über diese Dinge zu sprechen, weil es einfach uns alle berührt. Aber was ich auch noch gerne mit dir besprechen möchte, ist nämlich, du hast ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Und dein letztes Buch, was ja hier einen Titel hat, den ich auch oft benutze, nämlich nur das letzte Wort, bin ich eigentlich bekloppt? Ja, sage ich oft, bin ich bekloppt oder beklopft? Ja. Ja. Wie kam es denn eigentlich dazu? Was hat dich bewegt, das zu machen? Ja, weil es, wenn man so zurückblickt auf sein Leben, hat man ja viele Dinge gemacht, wo man sich hinterher fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? So. Ja, aber ist es nicht ein Prozess, ein Entwicklungsprozess? Natürlich, es ist ein Entwicklungsprozess und ich bereue davon auch nichts. Es gibt so, weil wir ja über Genuss sprechen, es gibt so einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, der hat damit auch zu tun. Und zwar lautet der Satz, es ist besser, etwas zu bereuen, was man vorher genossen hat, als es irgendwann zu bereuen, weil man es nicht genossen hat. So. Und so ist es auch bei Entscheidungen, die man getroffen hat, wo man hinterher sagt, wie konntest du bloß? Aber wenn man es schafft, irgendwann dann darüber ein bisschen lustig, schmunzelnd zu reden und sagt, aber es war trotzdem gut, dass ich es gemacht habe, auch wenn es in dem Moment vielleicht für mich peinlich war, schlimm war, falsche Entscheidung war, aber es war immer ein Lernprozess. Ist es eine kleine Zusammenfassung deiner Karriere oder deines Lebens? Ja, da sind ein paar Anekdoten aus meinem Leben drin. Das ist ja auch so lustig, wenn man jetzt so mit Mitte 50 auf das zurückschaut, was man gemacht hat, dann hat man Sachen gemacht, wo man sich dann fragt, warum habe ich das gemacht? Und ich habe eine Geschichte in dem Buch erzählt, an die erinnere ich mich oft, die war mir damals so grundpeinlich. Ich saß im Auto und bekam einen Anruf, ganz schlechte Verbindung, und ich wurde gefragt, ob ich den Deutschen Fernsehpreis moderieren möchte. Oh. Also gesagt, große Ehre. Der deutsche Fernseher, wie sie kommen die auf mich damit? Das ist 15, 20 Jahre her bestimmt, 20 Jahre. Wieso wollen die denn mich jetzt für sowas, um Gottes Willen? Ich habe sofort Ja gesagt, um drüber nachzudenken. Und als ich dann dieser Termin immer näher kam und ich mich damit beschäftigt habe, stellte ich plötzlich fest, es war nicht der Deutsche Fernsehpreis, wo man mich angefragt hatte, sondern der Deutsche Filmpreis. Och du meine Güte. So, und ich habe vorhin ja schon gesagt, ich kenne mich mit Film überhaupt nicht aus, habe mich aber in dem Moment nicht getraut zu sagen, Leute, das ist ein großes Missverständnis. Ich dachte, es ist der Fernsehpreis, jetzt wollt ihr den Filmpreis, das kann ich gar nicht. Habe ich diesen Filmpreis moderiert und es war die schlechteste und schlimmste Moderation, die ich je gemacht hatte. Weil ich mich null auskannte, nicht zu Hause fühlte. Ich war so schlecht. Und das sind so Geschichten, die ich da einfach erzähle, dass man halt Sachen im Leben macht, wo man hinterher sagt, wie konntest du bloß? Ich kann auch dazu eine Anmerkung noch machen.
Ich hatte mal die Anfrage, in Trier ein klassisches Konzert zu moderieren. Mhm. Kannst du dir vorstellen, man kannte den Koch Johann Lafer aus dem Fernsehen. Ja. Also was macht man jetzt? Man hat irgendwelche klassischen Künstler, Orchester eingeladen und ich soll das moderieren. Also ich habe mich so geschämt. Ich habe mich, also wirklich, da ging es dann los. C-Dur, T-Moll, Klavierkonzert aus dem sowieso. Ja, und also, was rede ich hier? Ich weiß gar nicht, von was ich da erzählt habe. Und das hieß, das fehlt total die Emotion. Ja, ich glaube, genau. Das habe ich gelernt, ja. Nur das zu machen, ja. Was man selber in sich trägt, sonst wird das nichts. Wenn du nicht brennst, dann kannst du kein Feuer entfachen, das ja. Ist so. Und das, nur noch Sachen machen, wo man wirklich sagt, habe ich Bock drauf. Ja. Aber das Feuer kann nicht ewig brennen. Du hast ja auch seit geraumer Zeit, ich glaube seit 2009, eine große Insel in Kanada. Ist das der Rückzugsort für dich, um all das, was du heute zu bewältigen hast, mit deiner Familie, aber auch für dich selber, wo du dich entspannen kannst? Es ist für mich wirklich Entspannung pur. Und auch da vielleicht ein Zitat von einem von mir sehr geschätzten Autor, von Wolfgang Borchert. Der hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt: Man mutet sich im Leben so oft anderen zu, ohne sich selbst ertragen zu können. Und sich selbst zu ertragen auf so einer Insel, das klingt so paradiesisch für viele, ist aber gar nicht so einfach. Du musst ja den ganzen Tag nur was mit dir anfangen. Ich glaube, Corona hat auch bei vielen deutschen Familien in der Zeit, wo die jetzt zu Hause waren und wirklich auf engstem Raum sehr, sehr lange zusammen aushalten müssen, eine ähnliche Wirkung erzielt, oder? Absolut, weil wir können uns ja wunderbar in unserer Gesellschaft von allen Problemchen ablenken. Ja, du kannst ja jeden Tag rausgehen, also das muss ja nicht mit Geld verbunden sein, sondern ich kann spazieren gehen, ich kann joggen gehen, ich kann irgendwas machen und plötzlich kannst du nichts mehr machen und bist auf dich zurückgeworfen. Und was ich am meisten an dieser Wildnis in Kanada wirklich liebe, wir haben dort kein Internet. Und ich finde das schön, dass man mal so ein digitales Detoxing macht einmal im Jahr, wo man sich wirklich mal 3, 4, manchmal auch 6 Wochen komplett ohne Internet mit sich selber beschäftigt. Was sagen da die Kinder dazu? Die ersten 2 Tage ist es körperlicher Entzug mit Androhung körperlicher Gewalt den Eltern gegenüber. Und dann plötzlich am 3. Tag finden sie es toll, legen das Handy in die Ecke, gehen Holz hacken, gehen Kanu fahren, gehen angeln, was weiß ich, spielen wieder Gesellschaftsspiele. Und dann ist immer derselbe Effekt. Und das ist seit Jahren dasselbe, obwohl mein Ältester, der ist 24, meine Tochter 21, mein Sohn 18 und die kleine Tochter 10. Jedes Mal dasselbe. Wenn wir dann zurückkommen und in Deutschland landen, machen die ja ihre Handys an. Und dann sehen sie plötzlich 1500 Nachrichten, sowas. Dann scrollen die das durch und dann sagen sie jedes Mal: Oh, weißt du was, Papa, es ist ja gar nichts passiert. Und allein, dass sie das haben, dass nach 4, 5 Wochen eigentlich man immer diesem Handy hinterherläuft, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dann mal zu sehen, man braucht es nicht zwangsläufig. Ich will es nicht verfluchen. Handy ist toll. Ich finde es super. Ich kann damit einen Flug buchen. Ich kann damit eine Theaterkarte buchen, Kinokarte. Alles toll. Aber mal das wegzulegen. Also ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, ob ich das könnte. Also ja, was meinst du denn? Ich meine, das wäre wahrscheinlich schon, das wäre am Anfang schon, ich glaube die ersten 2, 3 Tage, wenn man immer das Gefühl hat, ständig präsent sein zu müssen oder immer auf alle schnell zu antworten, wäre das sicherlich eine Herausforderung. Aber gut, das müsste ich dann mal ausprobieren. Kann man eigentlich auf deiner Insel, also ist es nur für euch oder ist es auch nur privat? Das ist nur für uns und das ist, man muss sich das auch mal so, um das mal zu erklären. Also wir haben dort zwar fließend Wasser, aber das Wasser, was wir haben, ist Regenwasser. Wir sammeln also in großen Behältnissen Regenwasser. Dann haben wir keinen Strom, sondern wir haben Solar auf der Insel und wir haben für den Fall, weil es mal nicht die Sonne scheint, einen Generator. So, das heißt, man muss sich auch wirklich mit Energie, mit Müllvermeidung und so etwas beschäftigen. Und das finde ich schon toll. Also in Kanada zum Beispiel, wenn wir dann im Haus sind, gehen die Kinder immer und machen den Lichtschalter aus. So, das ist einfach, was ich auch noch gelernt habe als Kind. In Deutschland laufe ich teilweise durchs Haus und denke, wieso ist hier eine Festbeleuchtung? Und jetzt durch den Krieg natürlich, das muss man auch sagen, ist ja das Gespür für Abhängigkeit ja noch größer geworden. Gell? Man hat jetzt noch mehr Skeptik und überlegt ja jeden Tag, was ist, wenn das da mal passieren sollte. Ja, das ist ja wirklich wahnsinnig. Also ich muss sagen, es gibt ja solche Grundtugenden, wo man sagt, man muss ein Kind gezeugt haben, einen Baum gepflanzt, möglichst eine Insel haben. Also du hast, glaube ich, alles geschafft, was man schaffen kann. Aber du hast gleichzeitig auch ein großes Herz. Du engagierst dich ja sehr für die Welt. Hungerhilfe, dann bist du bei der Initiative Schau mal hin, du bist Botschafter der Tafeln in Deutschland.
das ist dir, glaube ich, sehr wichtig. Ich finde, ich gehe da sogar noch weiter. Ich finde, wenn du die Chance bekommen hast im Leben, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann musst du deine Öffentlichkeit dafür nutzen, um auf gewisse Dinge, die nicht rund laufen, in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Ich finde, die Pflicht haben wir. Und nehmen wir mal sowas wie die Tafeln. Wir reden ja auch hier über Essen und über Genuss. Was die Tafeln in Deutschland leisten, jeden Tag an Tausenden von Essen, die sie an Bedürftige rausgeben, an Lebensmittel, die sie weitergeben, die sonst verkommen. Das ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Der sozialen Entwicklung. Entwicklung. Und andererseits sage ich, wäre es eigentlich die Aufgabe des Staates, dass es gar nicht die Bedürftigen in unserer Gesellschaft gibt. Aber wenn wir nun mal immer noch ein Drittel aller Lebensmittel, die jeden Tag verkauft werden, hinterher weggeschmissen werden, dann muss man darauf hinweisen und sagen, komm, es gibt Leute, die brauchen einfach diese Lebensmittel. Und gerade in der momentanen Zeit, viele Tafeln haben ja wahnsinnige Probleme jetzt. Die Energiekosten sind gestiegen, die Mieten sind parallel gestiegen. Die Leute haben weniger Geld. In der Stadt wie Nürnberg oder sowas habe ich neulich die Zahl gehört, wurden früher mittags 600 Essen ausgegeben, mittlerweile 1500 Essen. So. Und das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die plötzlich mit ihrer Rente nicht mehr klarkommen. So. Ja. Also ich habe das ja auch lange Zeit gemacht. Ich habe nur eines festgestellt, was mich so ein bisschen enttäuscht hat bei der Geschichte, war, dass diese Leute, die aus meiner Sicht schon Zeit haben, etwas sich zuzubereiten, dass halt in erster Linie immer das geht, was fertig ist. Also alles das, was wenig Aufwand bedeutet, sagen wir mal so, fertige Gerichte und vieles mehr oder Dosen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, man müsste vielleicht denen ein bisschen beibringen, was Kochen bedeutet. Vielleicht können sie es auch nicht, aber wenn man mal das Zeitgefüge nimmt, glaube ich, müsste es da schon Möglichkeiten geben, auch für sich selber zu sorgen, oder? Finde ich, bin ich komplett bei dir. Aber was ich vorhin ja schon mal, oder wo wir darüber gesprochen haben, ich glaube, viele Menschen können es einfach nicht mehr. Ja, genau. Sie haben auch Hemmungen, nicht, sich einherzustellen. Und deshalb muss es ein Unterrichtsfach sein, oder vielleicht ist das auch eine Idee für die Tafel, wenn wir gerade drüber sprechen, dass man dort vor Ort zeigt, wie kann man einfache Gerichte zeigen und kein Blatt Papier geben. Ich glaube, man muss denen wirklich zeigen, wie es geht, eine Chance geben, zu lernen, wie man das machen kann. Ja. Das ist sicherlich eine der zukünftigen, glaube ich, Aufgaben unserer Gesellschaft. Aber da können wir uns doch mal drüber unterhalten. Ja, ich glaube, das ist das auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt gerade bei Sat.1 mitgemacht, bei der Sendung Kühlschrank öffne dich. Und da ist es ja so, dass Menschen ihren Kühlschrank zur Verfügung stellen und wir nicht wissen, wer dahinter steckt und erst mal ahnen müssen, was das sein könnte. Aber ich meine, da ist für mich dieses Sprichwort sehr präsent. Der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Also da kannst du noch so kreativ sein und noch so viel Mühe geben, aus den Dingen, die im Kühlschrank sind, etwas zu machen. Aber wenn das der Gegenüber nicht versteht, dann habe ich mit meinem guten Vorsatz etwas Schlechtes erzeugt. Ja, absolut. Das ist leider das Problem. Das ist wirklich, wirklich manchmal ganz, ganz gravierend für mich, auch nach so langer Zeit in der Öffentlichkeit. Ich denke mir immer nach so vielen Kochsendungen, es muss doch jeder hier schon ein Meisterkoch sein. Und dann stellst du wieder fest, um Gottes Willen, sag mal, hat das alles nichts gebracht. Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich bei einigen Kochsendungen, da wird ja mittlerweile auf einem Niveau gekocht, von dem du weißt, das schaffe ich ja gar nicht. Wahnsinnig. Das Einfache ist ja das, was es letztendlich die Leute motiviert zu kochen. Ja? Nur wenn Leute heute nicht mehr wissen, wie man Reis kocht oder wie man, dann wo fangen wir denn da an? Ja? Die Redakteurin hat zum Beispiel gesagt, bei meinem Grundkochbuch, ich müsste schreiben, wie man Salzkartoffel kocht. Dann sage ich, sag mal bitte, also jetzt mal ganz im Ernst. Also Lava schreibt jetzt Wasser aufstellen, Salz reinmachen und die Kartoffel geschält oder umgeschält ins Wasser und kochen, bis sie weich sind. Sage ich, die Leute denken doch, der ist doch schon, wo lebt denn der? Sagt sie, nein, das muss man reintun. Ja. Es gibt Leute, die müssen nachschauen, wie man Salzkartoffel kocht. Ja, es ist ja, ich habe neulich mit einem Freund drüber gesprochen, nicht? Fleischzubereitung. Ja, ganz also, schwer. Ganz, ganz schwer. So, und der hatte mittlerweile eine App, die ihm dann sagte, also wo er dann das Fleisch eingeben musste, ob es Rind war, Schwein, was auch immer, die Dicke, die Gradzahl und sonst was. Und dann piepte irgendwann diese App und sagte ihm, dass das Fleisch nur gut ist. Aber er hat nicht einmal zwischendurch auf den Grill geguckt, wie es aussieht. Das kannst du vergessen. Da denkst du, also, Leute, das Kochen ist ja auch mit Emotionen verbunden. Ja, das ist auch unemotional. Also entschuldige bitte. Also wenn heute der Roboter demnächst noch vielleicht das Steak brät auf dem Grill. Nein, tut mir leid. Ich meine, das ist ja auch das, was den Reiz
ausmacht. Ja. Mal besser, mal schlechter. Genau. Das ist ja auch das, weil Absolut. Wir sind ja keine Maschinen. Entschuldige, Nein. Bitte, auch nicht beim Essen. Nein. Das ist ja auch beim Schmecken so. Es gibt Tage, da sagst du, wie geil. Ja. Und dann sagst du, es gibt Tage, heute schmeckt es mir nicht. Weißt auch nicht, warum. Vielleicht bist du schlecht gelaunt. Genau. Oder bist falsch aufgestanden und vieles mehr. Ja, genau so ist es. Lieber Jörg, wir hätten noch so viele Themen. Es macht so Spaß. Ich bin so glücklich, weil wir uns wirklich in der Steiermark auch sehr, sehr intensiv auch kennengelernt haben durch die Sendungen. Wir haben auch zusammen tolle Dinge erlebt, wie gesagt. Und das ist bei mir nachhaltig so präsent, wo ich mich sehr darüber freue. Am Ende dieses Podcasts gibt es noch zwei Fragen. Ja. Und da musst du jetzt durch. Das tut mir leid. Die eine Frage ist natürlich, die hat was mit dem Genuss zu tun, aber in diesem speziellen Zusammenhang vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Oh, ich glaube, da würde ich also Crème Brûlée und vorher tatsächlich, weil ich esse es eigentlich nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, aber als Henkersmahlzeit würde ich es dem Nachtisch Crème Brûlée und als Hauptgang wäre es eine Currywurst mit Pommes Mayo. Ehrlich, so richtig schön mir nochmal 2.500 Kalorien reinschaufeln und sagen, das war's dann, ja. Gut, prima. Ich hoffe, dass wir das nie machen müssen. Genau. Und das Zweite ist, ich meine jetzt nicht auf deine Insel, wenn du auf eine Insel gehen müsstest und deinen Koffer mitnehmen müsstest, was würdest du da rein tun? Also was ich tatsächlich immer dabei habe, ist ein gutes Buch. Und mit einem guten Buch meine ich immer Bücher, die ich auch nach 50 Seiten immer noch spannend finde. Ich lege mittlerweile Bücher weg, die ich nach 50 Seiten nicht mehr gut finde. Ich habe neulich ein sehr, sehr tolles Buch gelesen, Die Tyrannei des Wachstums, was mich sehr angesprochen hat. Also ein tolles Buch muss auf jeden Fall drin sein. Es muss auf jeden Fall eine gute Flasche Wein dabei sein, weil ich finde, das Leben ist zu kurz, um richtig schlechten Wein zu trinken. Also lieber eine gute Flasche Wein. Tja, und ich würde wahrscheinlich ein Fotoalbum meiner Liebsten mitnehmen, weil ich einfach finde, die bei sich zu haben, aber auch visualisiert mit einem Foto, ist ein schönes Gefühl. Toll. Ja. Lieber Jörg, ich sage einfach nur danke. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie alles Gute und ich hoffe sehr, dass ich irgendwann mit dir auf deiner Insel sein kann und versuchen kann, ohne Handy auszukommen. Johann, auf jeden Fall, du bist der Erste, den ich auf diese Insel einlade. Also wir werden abends am Lagerfeuer sitzen. Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Dann entgeht Ihnen keine Episode.